Es war das wichtigste Wochenende der Saison für die Käfertaler Faustballerin. Doch das Team in Blau musste in allen vier Partien mit gesenktem Blick vom Feld gehen. Und am Ende der Saison heißt es dann auch raus aus Liga 1. Denn die war etwas zu stark für den TVK. Ich würde eher sagen, dass es doch schwerer ist, als ich es erwartet hätte. Wir müssen viel über den Kampf machen und ja, kommen, wie man es heute jetzt gesehen hat, echt schwer ins Spiel rein. Gleich zum Auftakt zu Hause gegen Funkstadt hätte es einen Sieg gebraucht, um nicht noch mehr unter Zugzwang zu stehen. Doch Käfertal verlor 0:3. Auch am Sonntag in Unterhauptstädt gab es zwei Niederlagen gegen Teams, die zu Recht zur Faustball-Elite gehören. Die erste Bundesliga ist einfach die Oberklasse in Deutschland und da hat man auch starke Gegner. Sie haben alles gegeben, versucht, über Teamgeist dran zu bleiben und direkt nach jedem Spiel miteinander geredet und alle Missverständnisse aus der Welt geschafft. So gelang es immerhin bis zum vorletzten Spieltag, weiter im Rennen um den Klassenerhalt zu bleiben. Wir führen dann meistens Krisengespräche, also setzen uns dann wirklich als Mannschaft hin, sprechen einfach aus, was uns gestört hat, wie wir die Situation als eigene empfunden haben. Der Zusammenhalt abseits des Feldes war also nie in Gefahr. Und trotzdem waren selbst die Funkstädterinnen auf dem vorletzten Platz noch eine Nummer zu groß für Käfertal. Entsprechend enttäuscht waren die Mädels des TVK auch nach dem misslungenen Auftakt ins Wochenende. Es wäre ein richtig, richtig wichtiges Spiel gewesen, das zu gewinnen. Es hat uns krass getroffen jetzt auch. Aber wir haben jetzt gerade noch mal drüber gesprochen, unsere Mängel praktisch auch noch mal analysiert. Jetzt, nach dem feststehenden Abstieg, können die Käfertalerinnen immerhin beim letzten Heimspieltag noch einmal befreit aufspielen. Immerhin kommen mit Dennach und Kalf die beiden Top-Teams der Liga. Nächste Woche haben wir noch mal die Tabellenspitze als Gegner, auch hier daheim. Genau, da versuchen wir nochmal schöne Spiele rauszuholen. Im Anschluss geht es für die Faustballerinnen dann darum, das Projekt Wiederaufstieg für 2020 ins Visier zu nehmen.